Tja, versuch zu handeln, Boltax. Fang nicht bei einer Dukate an und sieh einmal, was sie davon halten. Wenn sie sehr viel mehr wollen, nun, dann erübrigt sich das Ganze wohl. Alles klar, dann würde ich gerne in die Verhandlung gehen. Das würfelt man ja auch für Reden, nicht wahr? Falsch würfelt Überreden man das. falsch. Ja, Oder überreden auf falsch. Handel. Du kannst, glaube ich, auf Nee, Handel. Handel ist was. Nee, ich werfe auf Überreden. Da bin ich Ach ja, gut drin. Handel ist Überreden, theoretisches Wissen, Spezialisierung, ne? falschen. Okay, ich habe keine Spezialisierung. Ich gebe dir einfach eine Überredenprobe. Wahrscheinlich ist es noch um X erschwert, weil ich keine Kulturkunde habe, Genau. Heirater. Kannst du auch nochmal Ressual würfeln. Ah, Wenn aber alles auch keine klar. Kulturkunde Zwerg haben, also. Es ist richtig. Okay, es Könntest stimmt auch noch mal, du schon. kannst auch Also. nochmal Etikette würfeln. Erschwert um die Kulturkunde, aber. Vermutlich, wenn du Ach, Etikette kritisch, dann beißt du dem einen noch kurz den Kopf. Kannst auch Also soll ich patzen, dann jetzt noch beißt er mal. dir in den Kopf. So. Paralys starr wie Stein, dann beißt er sich nur die. Nein, Quatsch. Soll ich jetzt noch Ja, meine Ressual. Würfel überreden und Ressort. Also erstmal gebe ich dir dann die Ressualprobe und dann die Überredenprobe. Das ist die Ressual, die wäre Das geschafft. ist zumindest gelungen, ja. Also ich kann mich ausdrücken und hier ist die Überredenprobe. Die würde ich. Schauspielerei Wieso ist habe ich auf. das. Nein, hier ist THW2. Überreden. Ja. Das 17? Okay. Ja. Warum seid ihr alle immer. Boltax ist ein manipulatives Schwein. Natürlich ist er gut in Menschenkenntnis und Überreden. Ja, gut, Mittlerweile. ich zieh noch was für Heilreiter von Jalzogort ab und dann. Alles Mittlerweile sind gut. eigentlich alle gut in Überreden. Jetzt lass den Mann doch mal gegenwürfen. Vielleicht Triple 1 ist immer drin. Ja, vielleicht tatsächlich mal. 5, 5, 20. Haben sie einen Chip? Nee, ich habe keinen Schicksalspunkt. Dachte vielleicht als Einheit, Heilreiter. Ja, doch, Krak hätte vielleicht sogar einen, weil das ein Name auf der NPC ist, aber nee, gibt er nicht aus. Nicht Wir auf neu. wollen mindestens eine Dukate. Gold, wir wollen Gold. Gold. Ja. Ja. Weiter runter handeln lassen wir uns nicht von einem Mürbhaut. Das klingt. Bär. Ich finde, das ist ein heißes Angebot. Keine Wortspiele mit ein. Na gut. Deal. Ja, darauf schlage ich ein und versichere Ihnen dann das Angebot. Wir sind in der Gut. Nähe, wenn ihr uns braucht. Mürbhaut. Sehr gut. Einen Moment noch, Boltax. Wenn Sie jetzt schon in unseren Diensten stehen, frag sie, was mit der blutigen See passiert ist. Etwas scheint sich verändert zu haben. Das ist eine sehr gute Idee. Diese Maden sind neu. Dark, weißt du, was es mit den Maden in der blutigen See auf sich hat? Frage ich ihn dann. Gewürm von Bahamut. Verstehe. Ungut. Ja, dann gebe ich das so weiter. Es scheint sich um die Auswürfe von Bahamut zu handeln. Gut. Aber das erklärt nicht das, was Havulgard gesagt hat, dass sie das Gefühl habe, dass unter uns eine Pforte offen stünde. Aber nicht in das Reich der tiefen Tochter. Ich würde ihn noch mal fragen, was verändert sich sonst so in der blutigen See? Sag, gibt es weitere Veränderungen, von denen du weißt? Wir befinden uns im Krieg, Mürbhaut. Wir dienen Galg'Sul und Sholayrak. Wir sind im Krieg mit Bahamut. So wie wir. Und Information ist wichtig, um die folgenden Schritte zu planen. Alles, was du uns sagen kannst, wird uns vielleicht helfen. Captain Arachnor sprach von euch. Er sagt, ihr habt eine Arche an seinem Landeplatz getötet. Das ist wahr. Ich war es höchst selbst. Ja, Mürbhaut. Glaubt ihr mir das oder nicht? Ist das gelogen? Nee, ne? Nö. Ich Nö. Also, war's. Ist halt genau, wie. Ja, es du warst war. in den Niederlanden, das ist Wir haben schon ja klar, ja. gekämpft dagegen. Ja, Also, ist ich war richtig. ja anwesend. Also, Ja, das war jetzt nicht so, das hat dass. er von der Rachno ja aber auch gehört. Okay, gut, ja. Ja, nickt dann erkennt. Nun gut.
Falls wir euch brauchen, ihr seid in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Dann nicke ich nochmal unter Wasser und wird dann meinen Kopf wieder nach oben ziehen. Er scheint auch keine weiteren Informationen zu haben. Aber er hat uns versichert, dass sie in unserer Nähe bleiben. Ja, das glaube ich denn sogar. Aber ich weiß nicht, ob sie so vertrauenswürdig sind. Unreal zu Gott, Mörbeute. Da taucht sie wieder auf. Ja zu Gott? Hat er gerade Ja zu Gott gesagt? Ja, das scheint irgendwie, muss ein Gott oder so zu sein. Weiß ich das? Das ist eine Stadt oder genau? Also Scholairak und Galxugel sind die Götter und was Jahl zu Gott ist, wisst ihr nicht. Okay. Deshalb habe ich auch angenommen, dass es ein Gott ist. Also, weil ich es de facto nicht weiß. Nun, wenn es euch interessiert, Abelmir, können wir sie beim nächsten Mal sicher fragen. Ich denke, sie wissen einiges, was wir nicht wissen. Und einiges ist für sie alltäglich, was es für uns nicht ist. Ja, das könnte ein interessantes Gespräch werden. Dann solltet ihr Risso lernen. Nun, ich spreche gebrochen Ritual. Ein Anreiz, euch zu verbessern. Mein Marsch ist besser. Vielleicht sprechen sie auch diese etwas zivilisierte Sprache. Seht uns wieder hoch. Verkehrssprache. Ja, ich fürchte auch. Ach, so als würde man den Bettlern in Fasar sprechen. Mit denen konnte ich mich zumindest ein bisschen auf Ur-Tulamidia auseinandersetzen. Aber dieses Kauderwelsch, was die ganzen anderen Tulamiden sprechen, ich steige einfach nicht dahinter. Ronga, ihr seid ja ganz bleich. Wollt ihr an Bord zurück, oder? Mir geht's gut. Also das sind Sachen, mit denen ihr euch jeden Tag rumschlagt, ja? Nun, Heilreiter sind neu, aber ja, wir haben schon so einiges gesehen in letzter Zeit. Und ich dachte, ich hatte ein aufregendes Leben, aber ihr seid ja schließlich auch die Helden. Nun, ihr habt auch schon einige Heldentaten vollbracht, oder? Ihr habt uns den Schädel voll Al-Hak hergebracht. Belastet wenn ihr euch eine Plünderung Helden nehmen wollt, also... Man kann natürlich im Nachhinein jegliche Geschichte erzählen, aber... war mehr ein wütender Mob als irgendeine kontrollierter Diebstahl oder geplanter Diebstahl. Belastet euch es jetzt eigentlich, dass wir zurück nach Talusa fahren? Werdet ihr da gesucht oder so? Müssen wir was wissen? Ich weiß es nicht. So, die werden einige von denen mein Gesicht inhaben. Ich habe schließlich auch einige angestachelt. Ach, wahrscheinlich werden sie mich erkennen, ja. Wollen wir denn überhaupt in der Stand legen? Ich dachte, wir gehen direkt in den Sumpf. Naja, wir werden uns zumindest vor Ort ein paar Dinge besorgen müssen, schätze ich. In Talusa. Oh. Ja. Ja, hätten wir doch noch früher gesprochen. Das ist eine schlechte Idee. Wegen dem Sultan? Na, ja, das auch, aber die Stadt hat nicht viel. Die hungert und Händler kommen erfahren auch nicht gerne vorbei. Ich glaube nicht, dass wir dort eine ansatzweise eine Auswahl wie ein Kunchum hätten. Dort soll es Seide geben, oder? Ihr seid ja nicht für alle Möglichkeiten ausgerüstet. Also bei den Sachen, die ich auf diesem Schiff schon gesehen habe, dachte ich eigentlich, ihr habt fast alles. Nun, natürlich haben wir Vorräte. Aber zumindest Wasser muss man immer mal wieder an Bord nehmen und die Zustände kommen waren übel. Aber wir werden eine Lösung finden. Wart ihr denn schon einmal im Sumpf? Ja, schon Male, aber in den nördlichen Sümpfen. Ich hab hier in dem Süden nur einige Blicke werfen können als aus Talusa raus, von der Mauer aus. Also. Aber Sumpf ist Sumpf, oder nicht? Nun ja, die Bewohner sind nicht gleich. Wir werden auf jeden Fall um einiges vorsichtiger sein müssen. Aber ich habe schon einige Leute durch mir unvertraute Gebiete geführt und das sicher. Ich habe da so ein Gespür für. Ja, es gibt merkwürdige Leute in den Sümpfen. Einer hat einen Maulwurf angebetet.
Maulwurf. Ah. Wir haben seltsame Leute getroffen, ja, das ist wahr. Ja, in den Sümpfen trifft man tatsächlich seltsame Leute, das kann ich nur bekräftigen. Es liegt wohl an den Gasen, die dort austreten. Naja, ich glaube, es liegt daran, dass nur die Leute im Sumpf bleiben, die sonst keiner haben will. Das wäre auch möglich. Und Torfstecher. Ich wiederhole, was ich zuvor gesagt habe. Warum will man denn keine Torfstecher haben? Ey, was hab ich denn gehört von Torfstecher? Ronge, ihr habt über mich geredet oder was? Was? Nein, nein, ich hab deinen Namen nicht in den Mund genommen. Oh, ich dachte, weil ich hatte ja vorhin schon vom Torfstechen darüber geredet, ne? Und jetzt redet ihr hier auch darüber. Ich hatte dich gar nicht mehr. Du warst ja in meiner Kajüde und warst so plötzlich weg, du. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ich hab einfach weiter geredet. Meld dich ja, doch richtig, ab. Richtig, richtig. Ich wurde abgelenkt. Du hast da was über diesen Aufsätze für die Füße gesagt, also diese Schuhe, und da wollte ich gleich mit, wie ist jetzt nochmal sein Name, Dahalkash sprechen. Ja, da weiß ich nicht, wen du meinst, du, aber, naja, jetzt Torfstechen, du, da bin ich gut drin. Also wenn ihr euch über Sümpfe mit mir unterhalten wollt, ich habe schon jeden Sumpf gesehen. Entschuldigt mich, aber macht das gerne, sprecht mit Dahalkash über dieses Schuhwerk. Ja, richtig, Zulamin. Ihr wolltet mir doch noch was zeigen. Jetzt ist ja ein ausgezeichneter Moment, dass ihr mir das zeigt, worüber wir vorhin noch sprachen. Ihr erinnert euch bestimmt. Ja, begleite mich gerne. Wir müssen noch einige Texte durchgehen. Wichtige Magier-Dinge. Ah, ach ja, stimmt. Wir sind gleich wieder da. Ronga, viel Spaß mit den Schuhen. Sehr wichtig, worüber wir sprachen. Zulamin, es war eine wichtige Sache. Jetzt laufen Sache. Die alle weg von mir. Ja, gut, dass Ronga noch hier ist. Aber du musst jetzt auch weg. Hast du die Kapitana nicht gehört? Du hast eine Aufgabe. Erzähl Dahalkash von deinen Schuhen. Der soll ein paar davon anfertigen. Ja, welcher von denen ist denn jetzt der Dahalkash? Der Bärtige mit dem Hammer. Ah, du meinst einer von den Zimmermännern, Frauen? Ja, von den Zimmermännern. Da muss ich mal gucken, wie der heißt. Ich geh mal gucken und frag mal, wer von denen das ist. Ronga seufzt, schaut nochmal über die Reling. Wir allein, die anderen haben ihn verlassen. Bleibt noch etwa 5 Minuten da stehen, bis er sich dann nach unten begeben wird und mit dem guten Stelchon weiterquatschen. Und einheben. Okay, wollte Zulamin nur was Besonderes noch von Rumpel oder? Ja, Zulamin wird bei Dr. Rumpel aufschlagen. Wir haben jetzt Kavallerie. Trag das ein. Wie viele waren das? 10. 10 Mann Kavallerie. Eine Dukate. Wo kommen die denn her? Ja, etwas unerwartet. Pferde zu sehen macht doch gar nicht so viel Sinn. Ich weiß, die Basaltfaust macht das, aber... Naja, ich will's nicht fragen. 10 Stück? Was kriegen die an Sold? Eine Dukate. Oh nein, oh nein, oh nein. Sie werden ihren Sold sicher wert sein. Ihr werdet das schon wissen, ich trage das so ein. Ab heute? Ja, danke. Ja, okay. Ja, ich würde mit Abelmir dann wieder in die Kapitänskajüte zurückgehen. Aber es gibt eigentlich gar keine Texte, das war eine kleine Notlüge. Das habe ich schon verstanden, ich wollte auch von Kai Vater weg von seinem Gerede. Ja. Torf. Der Trag ist nicht mehr allzu lange. Nun, Torf ist per se ja ein interessantes Thema, aber... Nicht wirklich. Dieser Mann übertreibt einfach, selbst für meinen Geschmack. Also, wenn man sich mal eine Stunde über Torf unterhält, ist das ja noch in Ordnung. Aber auf unserer Fahrt... Oh, er lag mir bestimmt schon... 6-7 Stunden in den Ohren. Das geht dann auch irgendwann zu weit. Ja, er macht sein Volk alle Ehre. Diese Nostria. Diese Nostria. Kenne keine Nostria. Sind die alle so? Ich fürchte ja. Sie ernähren sich von Eichelbier. Was soll man davon. Da wird man ganz Wirrkopf. Du hast vollkommen recht. Eichelbier? Das geht ja gar nicht. Wie kann man etwas wie Eicheln denn vergelten? Das ist. Nein. Ja, also, Bier ist ja schon schlimm genug, aber Eichelbier. Bier ist großartig, da hast du recht, aber Eicheln da reinzumischen, das geht doch gegen jeden guten Geschmack. Sind die nicht auch giftig, außer für Schweine?
Anscheinend sind Nostria nicht. Ich wollte ja damit keine Aussage treffen bezüglich Nostria und Schweinen. Jetzt habe ich mich da gerade von dem Mann endlich weggemacht und dann redet ihr auch über Nostria. Was soll denn das hier? Das war Abelmirs Vorschlag. Eigentlich haben wir über Bier geredet und wie schlecht der Geschmack von Eichelbier ist. Und dann hat Abelmir gesagt, das ist eine Spezialität von da, nicht wahr? Ja. Nun ja, diese Schuhe könnten jedenfalls nützlich sein und dieser Ronka auch. Er hat die Heiräter als erster gesehen. Na ja, gut, wir waren auch in der Kajüte. Wie hätten wir die sehen sollen? Ja, natürlich, aber wir hatten schließlich auch Leute im Ausguck. Ja, der Mann wird sich im Dschungel beweisen müssen. Im Sumpf. Abelmir, Dschungel, ja? Sumpf, alles der gleiche Scheiß. Nass, feucht, manchmal kalt, manchmal warm. Alles voll mit Viechern. Ich glaube, dieser Kalfater hätte da einige interessante Ideen zu. Aber ich will ihn nicht herbeireden. Ja. Wozu haben wir ihn nochmal eingestellt? Eigentlich genau für solche Dinge, damit er uns durch den Sumpf führt. Aber das würde möglicherweise Rafims und unser aller Nerven über Gebühr strapazieren. Und ich könnte ihn stumm machen, aber das würde uns auch nicht viel bringen, wenn er uns vor Gefahren warnen muss. Können wir ihn nicht einfach in Talusa verlieren? Genau, ich wollte gerade sagen, muss er denn aus dem Sumpf zurückkommen? Nun, aber dann kriegt er halt eine besondere Mission in Talusa, ich weiß nicht. Er soll... Er kostet uns nichts und wir haben in Kunchom versucht, ihn und Lutisana? Ja, so hieß die Frau. Von Bord zu schicken, aber ja, sie sagten, sie seien Helden und sie wollten dabei sein und ja, zu gratis Kampfkraft sagt man dann doch nicht nein. Und dann denkt ihr eine Spezialmission für die beiden in Talusa aus, die sollen, ich weiß nicht, den Palast infiltrieren und uns über die Bewegungen des Sultans in Kenntnis setzen, wenn etwas Gefährliches von dieser Seite aus passiert. Vielleicht geben wir ihnen irgendeine besondere Mission in Talusa. Ich weiß nicht, sie infiltrieren den Sultanspalast und warnen uns vor, wenn der Sultan irgendetwas Böses plant oder so. Nun, vielleicht sind es auch eine besondere Prüfung der Götter an uns, diese Menschen zu ertragen. Nun, ich werde sie jedenfalls nicht absichtlich auf eine Mission schicken, die zwangsläufig zu ihrem Tod führen muss. So schrecklich sind sie nun auch wieder nicht. Nun, deshalb sprach ich ja von so einer Infiltrationsmission. Wir wären sie los und sie sind nicht wirklich in Gefahr. Du hast von diesem Sultan gehört. Ja. Der wird sie bei lebendigem Leibe fressen. Es klopft an der Tür und ihr könnt sehen, wie Havulgar hereinkommt. Guten Abend nochmal. Havulgar. Wie sieht das eigentlich aus jetzt mit der Kajüte von Diamantes? Kann das ganze Zeug jetzt mal raus oder... Warten wir darauf, dass er zurückkommt. Oh. Wir haben das vor uns hergeschoben, aber ihr habt natürlich recht. Wir kümmern uns darum. Dann kann jemand anders diese Kajüte beziehen. Also wollt ihr euch den Scheiß angucken oder soll ich das machen? Nein, ich kann mich noch genau erinnern. Bevor er gegangen ist, hat er noch gesagt, ich habe noch Geld in meiner Kajüte. Das ist für dich, Rafim. Ja, bestimmt. Nein, wir sehen es uns selbst an. Nun, das war ihm eine Herzensangelegenheit, nicht wahr, Rafim? Naja, nachdem er auf mich geschossen hat, hat er das als Wiedergutmachung angeboten, der Bastard. Gut, dann, ich meine, es ist schon spät und alles ist halt auch keine Eile. Aber mich hat's genervt und ich hatte gerade noch gesehen, dass bei euch Lichtern ist, deswegen... Nein, ich werde mich sofort drum kümmern. Wollt ihr euch am Suchen beteiligen? Interessiert mich nicht. Hauptsache, die Kajüte wird wieder leer gemacht. Das kann da schon sein. Geht doch einfach woanders atmen. Danke. Das wohl. Was war denn hier? Borgasch braucht auch eine Kajüte. Wir können nicht den ersten Seekriegsoffizier unter Deck schlafen lassen. Das geht nicht. Ja, wir räumen erstmal die Kajüte aus und dann schauen wir mal, wie stabil die Wand ist, weil meine Kajüte ist ja schon etwas eng. Ist Mia wieder? Nein. Außerdem,
ihr schlaft auch eine Etage tiefer, Abelmir, und ich hatte den Eindruck, dass es euch dort gefällt. Ja, neben mir ist doch eine Kajüte frei geworden. Ich könnte meine vielleicht erweitern. Abelmir, ich weiß, kürzlich in deiner Kajüte, deine ist ja wohl schon deutlich größer als meine. Ich brauche den Platz. Ja, du brauchst den Platz. Ich habe einen riesigen Bären bei mir in der Kajüte. Und was hast du? 4 Bücher an die Wand gestellt, damit der Tisch nicht umfällt. Nein. Ich brauche wirklich dringend eine Erweiterung. Also, das kann ich ja wohl nicht glauben. Jetzt lasst uns erst einmal sehen, was Diamantas zurückgelassen hat. Ja, natürlich. Ja, was finden die Helden in Diamantas Kajüte? In Diamantas Kajüte befindet sich das gesamte Hab und Gut von Diamantas, denn wie ihr euch erinnert, ist er ziemlich schnell aufgebrochen und wie es scheint, hat er es nicht mehr zum Schiff zurückgeschafft. Dementsprechend findet ihr dort seine 2 selbstgemachten goldenen Balestrinas, die Bolzen verschießen können, sowie sein Werkzeug, womit er immer wieder an diesen Balestrinas, an diesen Waffen herumgedoktert hat. Und sie eigens modifiziert, sowie verschiedene Pergamente, wo ihr teilweise Zulamin darauf wirken, denn Diamantis hat sich wohl geübt, die verschiedenen Unterschriften oder die verschiedenen Schriftarten von euch, wie er sie in Dokumenten gelesen hat, zu übernehmen und zu kopieren, so dass er sich nun eure Eigenart zu schreiben aneignen kann und sich möglicherweise für euch ausgeht. Oder vielleicht hat er es aus einem ganz anderen Grund gemacht. Ebenfalls in der Kajüte zu finden sind prachtvoll, das wird euch wohl als erstes entgegenbringen, prachtvoll an den Wänden montiert, 2 Speere und 2 Achwavare. Einmal erbeutet von der Todesechse in Al-Anfa. Und vom... Oh Gott, ist das lange her. Und vom Chorgeweihten, Kriton-geweihter Echse, die damals Sepentilio auf den Achbar war, ein brennetoter Stoff gelegt hat und damit die Echse besiegt mit den 8W6 oder 10W6 Schaden. Auf Maraskan, ja, am Friedhof genau. Der Seeschlangen. Am Friedhof das ist alles so lange der Seeschlangen. Her. Den hatte sich Diamantis ebenfalls in die Kajüte gehangen. Und wenn ihr noch weiter sucht, unter dem Bett findet ihr eine kleine Schatulle, die nicht wirklich prachtvoll, aber schon prunkvoll dekoriert scheint. Also als hätte sich, wer das auch immer gewerkelt hat, Mühe damit gegeben. Und oben eingraviert steht für Boltax. Ja, ich würde die Schatulle unterm Bett hervorziehen. So, Boltax, da steht jetzt sein Name drauf, aber wenn da Geld drin ist, du weißt, er hat gesagt, das sollte ich dann erben. Ja, lass aber mich mal gucken. Aber du kannst natürlich die Schatulle haben. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Gib mal her. Ich reich dir mal die Schatulle, aber wenn Geld drin ist, weißt du, dass es mir gehört. Parfim, natürlich. Ja, sehr gut. Würdest du vorher in Odem sprechen? Ja, natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Ich wollte gerade sagen, weil das wär richtig eine Kindergartenfalle gewesen. Ich bin auf jeden Fall. Ich lasse mir dabei auch Zeit. Und da kommt der Odem. Nicht magisch. Die Schatulle ist nicht magisch, vermutlich. Ja, also ich sehe nichts. Dementsprechend würde ich sie jetzt vorsichtig aufmachen. Wirklich vorsichtig, weil kann ja immer noch eine andere Art von Falle, eine Sprengfalle oder so sein. Ich habe jetzt natürlich keinen Schlösserknacken, dementsprechend kenne ich mich damit nicht wirklich aus, aber ich mache es halt trotzdem vorsichtig auf. Die Öffnung einfach in Richtung von Rafim halten, dann genau. Schießt sie nochmal auf ihn. Rafim blickt auch interessiert in die Schatulle. Es scheint so, als würde er sehen wollen, ob da Geld drin ist. Ja, was ist denn drin?
In der Schatulle. Ja, die Schatulle öffnet Boltax. Wird Rafim wohl vielleicht enttäuscht schauen, denn Geld ist es nicht. Aber es ist ein Stein. Ein Stein, der euch, es ist auch so lange her, alles scheint so lange her, aber vielleicht noch bekannt vorkommt. Und denn es ist der Stein, den Diamantes vom Meister des Feuers im Vulkan, im Heiligtum des Feuers war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie der Vulkan auf heißt. Sorak. Auf Sorak, genau. Vom Meister des Feuers geschenkt bekommen hat. Einem Meister des Feuers. Dieser befindet sich drin und dazu ein einfach einmal gefalteter Zettel, den du in die Hand nehmen kannst. Ja, das tue ich auch. Ich weiß ja, worum es sich bei dem Stein handelt, deshalb habe ich vor dem Stein selbst auch keine Angst. Würde den Zettel aufklappen und einmal durchlesen. Boltax, du weißt, ich bin kein Mann großer Worte, aber du sagtest eins, ein Stein bleibt ein Stein. Deswegen hier ein Stein, der leuchtet. Dein Diamantes. Oh, er hat sich dran erinnert. Das ist rührend. Ja, natürlich ist er trotzdem ein furchtbarer Mensch und Paktierer und hat auf Rafim geschossen, aber die Geste ist schon besonders.